Okay, ja, wir haben es halb drei. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem NOC-Review. Danach kommt noch kurz was vom POC, habe ich gehört. Vom NOC gibt es gar nicht so arg viel zu berichten. Ich fange mal an mit der Hardware. Wir haben dieses Jahr bei Juniper Networks angefragt. Danke an die Leute von Juniper. Wir haben da eine MX 104 als Router bekommen und halt auch Linekarten und alles dazu und eine EX 4600 als Switch, so zum Weiterverteilen im NOC. Und ja, noch SFPs und was man halt so dazu braucht, war alles dabei. Super Sache, danke an Juniper. Das WLAN haben wir gebaut mit ja mit den Ubiquiti Unify APs, wie sie auch schon, glaube ich, auf der Easter Hack waren, auf der letzten zumindest in Stuttgart, wo ich dabei war. Das hat ja so ein mittelgut performt, sage ich mal. Wir haben dann insgesamt Switches gehabt von Juniper, von 3Com, von, muss ich schummeln, 3Com, Avaya und Cisco haben wir auch im Einsatz gehabt für die Server. Das heißt, ein bunter Zoo aus Geräten. Server waren von HP. Die haben Leute wie immer gesponsert, die irgendwie daheim im Keller rumliegen hatten. Und ja, also danke an alle, die irgendwie Hardware ausgeliehen oder springen lassen haben. SFPs wurden auch überall im ganzen Land eingesammelt, haben wir dann auch reichlich gehabt. Auch danke an alle, die SFPs geliehen haben. Ja, Fasern war so eine Sache, haben wir einige selber gekauft und auch ein paar geliehen. Wir haben dann zwei Uplinks gesponsert bekommen, einmal mit 1 Gigabit und einmal mit 10 Gig und haben das Chaos AS announced und eben auch die Chaos IP-Adressen, wie das eben bei den Events so üblich ist. Dieses Jahr ein bisschen mehr Bandbreite gehabt als letztes Jahr. Hier unten seht ihr so den Bandbreitengraph. Die Peaks gehen so von minus 1 Gig bis plus 1 Gig. Also die 11 hätten wir nicht gebraucht. Wir haben oft genug gesagt, use more bandwidth. Ihr habt es irgendwie nicht gemacht. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir nächstes Jahr so einen Ring aus Coax bauen und 10 Megabit Shared Medium machen und ihr dürft dann alle eure Kabelmodems mitbringen. Gut, dann machen wir das doch so. Ja, die Topologie sieht grob so aus. Das heißt, wir haben da links in der Mitte den MX-Router von Juniper, der eben mit den zwei ASen gepeert hat. Da rechts davon den EX-Switch in der Mitte und von dem EX-Switch gingen die ganzen Tisch-Switche weg und die Colo, ja, das ging dann alles so ein bisschen sternförmig von den beiden in der Mitte im Prinzip weg. Ja, einige da links waren 10 Gig und die kleineren Switche, die wurden mit 1 Gig angebunden. Ja, wir hatten WLAN 19 Access Points aufgehängt, die funktioniert haben, soweit ich das gesehen habe. Jemand hat sich tatsächlich dran gehalten und hat more Bandwidth geused. Also da war irgendjemand, der so in Summe knapp 80 Gig mal kurz durchs WLAN gepiped hat. Kann man machen, man hätte aber auch ein Kabel nehmen können. Wäre vielleicht einfacher gewesen. Es gab das WLAN auch in 2,4 Gigahertz und in 5 Gigahertz. Die überwiegende Mehrheit hat 5 Gigahertz WLAN benutzt, was eine gute Sache ist, weil es eben besser performt. Gerade auf Events ist das immer so ein bisschen ein Problem. Das war soweit gut. Ja, Sachen, die gut geklappt haben. Wir haben vorneweg schon einiges an Arbeit reingesteckt. Wir haben die ganzen Server-VMs mit Ansible, soweit wie es geht, versucht zu automatisieren. Wir haben auch Config vorneweg schon geschrieben, auch für die Router und die Geräte, die wir nicht hatten. Das war so ein bisschen schwierig und das hat so ein bisschen zu ja, Schwierigkeiten beim Deployen geführt. Das war noch so ein bisschen Kopfkratzen. Aber das lief letztendlich alles ganz gut, weil es auch gut geplant war. Uplink und BGP hat schon 2 Tage vor dem Event alles funktioniert und die Adressen waren announced und das war soweit ganz gut. Monitoring hatten wir auch verschiedene Lösungen da, die auch ganz gut und sinnvoll funktioniert haben und beim Fehlersuchen geholfen haben. Es gab aber auch so ein paar Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Allen voran DHCP. Das war so eine Geschichte. Ich sehe schmunzelnde Gesichter. Also es fing an mit crashendem ISC, DHCP-Server, der einfach irgendwie weggesackfaultet ist und wir haben noch nicht genau debuggen können, warum. Nachdem der dann 2-3 Mal gecrashed war, haben wir dann versucht, das Ganze auf die Juniper-Geräte auszulagern, dass die DHCP machen oder DHCP-Helper machen oder
wie auch immer, da wurden dann bis nachts um 5 verschiedene Möglichkeiten durchprobiert und nachts um 5 gab es dann einen Rollback 15 und wir haben wieder alles zum ISC, DHCP-Server umgestellt und auf magische Weise lief es seither. Ja, also DHCP war so ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gemerkt, dass ihr mal zwischendurch mal ein paar Minuten keine IP-Adressen bekommen habt oder so. Es gab Portscans. Portscans sind immer nervtötend, weil Portscans generieren Abuse-E-Mails. Jemand wollte das Hexcenter, also das Eventnetz Portscannen, hat dann aber nicht /22 hinten dran gemacht, sondern /2. Also versucht wenigstens euch nicht dabei zu vertippen und get your stuff right. Ja, WLAN, habe ich schon gesagt, war so mittelcool. Also die Lösung skaliert halt nicht für so ein großes Event. Da werden wir versuchen, dass wir nächstes Jahr eine andere Lösung bekommen, also eine richtige Controllerlösung, die auch für Events ordentlich skaliert. Ja, die EX4600 hat uns auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Die hat dann also schon irgendwann ganz gut funktioniert, aber es waren so Sachen wie, wir haben die eingeschaltet und die Config drauf getan und unsere SFPs reingesteckt. Und ein Drittel der SFPs wurde dann als Fiber-Channel-SFP erkannt. Und nach irgendwie einer Stunde debuggen und gucken, was da los ist, haben wir dann getan, was jeder tun würde. Wir haben sie ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Und dann tat's. Ja, das war so ein bisschen komisch. Ja, Fulltable, also BGP Fulltable an die EX weiterreichen mit OSPF kann man versuchen. Die passt aber weder auf die EX noch in das OSPF rein. Ja, also Filterregeln schreiben, während man die Geräte auch gar nicht hat und es nicht testen kann, ist halt immer so ein bisschen schwierig und die lag dann relativ schnell auf dem Rücken, als sie die Fulltable bekommen hat. Ich habe das mal versucht, hier mit dem Bild zu illustrieren. Ja, und Glasfasern war auch so eine Sache, weil uns dann 3 Tage vorher irgendwie einfiel, ja, Glasfasern, wir haben irgendwie jede Menge Hardware, aber wie stöpseln wir die zusammen im Shit? Und dann mussten wir irgendwie noch schnell Panikkäufe machen und ein Teil der Panikkäufe kam noch rechtzeitig an. Und das hat dann soweit ganz gut funktioniert und Leute haben, glaube ich, auch noch privat einiges mitgebracht. So. Ja, das war's soweit von mir. Use more bandwidth. Danke. Willst du einen Laptop? Einfach hinlegen, ich habe keine Folien. So, ich erzähle euch heute etwas zum POC auf der GPN. Ich habe jetzt keine Folien oder so oder auch keine Nutzungsstatistiken, weil der liebe Andi vor etwa 1,5 Stunden bei mir am Tisch stand, da war ich gerade mal 5 Minuten hier und er meinte dann, oh, könntest du auf dem Infrastructure Review was zum POC sagen? Von daher leider keine Statistiken mehr aus dieser wunderschönen Telefonanlage rausgeprügelt bekommen. Von daher einfach nur so ein paar generelle Facts. Wir haben hier auf der GPN eine Alcatel-Telefonanlage eingesetzt, speziell eine OmniPCX 4400. Davon die kleine Variante. Wir haben im Entropia auch nochmal die mit 10 einschieben, die wir nur bis heute noch nicht in Betrieb nehmen konnten. Was eigentlich auf der GPN geplant war, aber wie das so ist, hat nicht die Zeit dafür gereicht. Die Anlage hatte, wie gesagt, 4 Einschübe, dafür waren 2 für DECT, eine für unsere Analogtelefone und eine CPU. Auf der GPN selber haben wir jetzt Stand heute etwa 150 registrierte Telefonteilnehmer gehabt, verteilt hier bei DECT auf 8 Basisstationen und 10 Festnetztelefonen, die hier quer in den Medientheater, Vortragssälen und für die GPN-Orga verteilt waren. Dann möchte ich auch mal diesen wunderbaren Antenne-Gulasch-Adapter erwähnen, den wir in einer Nacht für das Radio zusammengebastelt haben. Im Endeffekt einfach nur ein kleiner als RJL für so einen Telefonhörer auf ein Klinke, auf 2 für Mikrofon und also für Mikrofon und Kopf, für
so Hörmuschel. War ein bisschen Gefrickel, aber hat erstaunlich gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viel angerufen haben. Da kann vielleicht auch Ulf nachher noch kurz was sagen zu Antenne Gulasch. Die Schwierigkeit hier auf der GPN war allerdings für Telefon. Diese Telefonanlage redet mit ihren Endgeräten, die man anschließt, nur über Kupfer. Heißt, Glasfaserkabel oder sowas, die hier bereits im Gebäude liegen, konnten wir nicht benutzen. Was dazu geführt hat, dass wir hier auf hier in dem Gebäude der HFG und ZKM in etwa, ich habe mal ein bisschen hochgeschätzt, etwa ein halbes Kilometer Patchkabel verlegt haben, nur um die ganzen Endgeräte angeschlossen zu bekommen. Davon alleine die Hälfte, also etwa 250 Meter, nur um aus der Hochschule für Gestaltung hier die Endgeräte im ZKM anzubinden. Weil zwischen den beiden Gebäuden gibt es nur Glasfaser links. Und das war halt dann viel Strippen ziehen, auch aus Brandschutzgründen, halt auch außenrum und über bestimmte Wege. Deswegen haben wir da alleine so ein Viertelkilometer nur Kupfer gelegt, um das Medientheater hier, den Vortragssaal und den Flur hier vorne mit Telefon zu versorgen. Um das überhaupt alles gepatcht bekommen zu haben, haben wir diverse Verbindungsstücke für Netzwerkkabel einsetzen müssen und auch 12-Port-Doppler, was halt hier in dem Gebäude immer schwierig ist, beziehungsweise in der HFG ist. Unsere Telefonanlage steht im Serverraum und von da aus haben wir praktisch pro Technikschacht, wir haben drei Technikschächte hier im Erdgeschoss, die wir prinzipiell alle genutzt haben, und in jeden dieser Technikschächte gehen vier Netzwerkkabel. Und wenn man jetzt die Endgeräte mal so zählt, so 8 Basisstationen, 10 Festnetztelefone, würde das ziemlich eng. Deswegen mussten wir auch da mit viel Port-Doppler-Magie arbeiten. Ja, während der GPN selber haben wir eigentlich keine größeren Probleme mit der Telefonanlage gehabt. Also mir ist zumindest nichts aufgefallen. Haben also praktisch ab Tag 1 keine größeren Panikattacken mehr gehabt. Vorher schon, so von wegen, oh Gott, wie kriegen wir das gepatcht? Aber das hat sich dann an Tag 1 doch relativ schnell wieder beruhigt. Als letztes möchte ich natürlich auch einmal den Trollen danken, die uns fleißig geholfen haben, diese Menge an Netzwerkkabeln irgendwie zu verlegen und zu patchen und auch zu verbinden, weil da hatten wir besonders hier ins ZKM immer wieder Spaß mit. Und auch schon mal den Trollen danken, die uns dann auch gleich bestimmt wieder helfen werden, diese Kabel mit einzubauen. Dankeschön. Obst. So, ich kann jetzt noch einiges von diversen Zetteln und Dingen in meinem Scratch-Buffer erzählen. Zunächst mal vom Content. Wir haben auf dieser GPN 36 Vorträge hören dürfen und an 22 Workshops teilnehmen können. Das ist gegenüber dem letzten Jahr ein kleiner, aber sicherlich insignifikanter Rückschritt. Die Vorträge waren wie immer hochkarätig, sehr interessant. Wir haben Vorträge gehabt, eigentlich von allem. Wir haben es nicht wirklich erwartet, dass die Leute unser Cloud-Thema, also dieses Cloud-Thema hier, tatsächlich ernst nehmen und sind dann überrascht worden davon, dass es doch viele Vorträge gab, die Cloud sich zum Thema genommen haben. Vielen Dank dafür. Das erste Mal, dass eine GPN wirklich sowas wie ein durchgehendes Thema in den Vorträgen drin hatte. Auf dieser GPN wurde der ewige Rekord für die meisten Vorträge auf einer und derselben GPN geknackt. Herzlichen Glückwunsch an DirteDev mit 4 Vorträgen auf dieser Veranstaltung. Applaus
und damit leider auf den zweiten Platz verwiesen, Secure mit 3, der das aber auch schon auf mehreren GPNs gebracht hat. Das letzte Event wurde am 5. Juni, das ist während der Veranstaltung um 13.28 Uhr, dem Fahrplan hinzugefügt. Es handelt sich um die Einführung in F-Droid. Und ich kann außerdem stolz berichten, dass wir einen CTF organisiert bekommen haben von den Leuten von Square Roots und Kids CTF. Es haben dort 11 Teams teilgenommen. Das Ganze hat, ich glaube, im Endeffekt sogar 6 Stunden gedauert, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Was leider nicht funktioniert hat, das können wir auch mal sagen, war die Verbindung mit der Hillhacks-Konferenz in Indien. Da gab es leider sowohl beim Streaming von deren Vorträgen als auch bei der VPN-Verbindung von deren CTF-Team eine technische Probleme. Leider hat das also nicht funktioniert. Weiterhin habe ich hier einen Zettel bekommen von der Troll-Orga. Wir hatten 55 Trolle, die mindestens 2 Schichten geleistet haben. Vielen Dank dafür. Und der Preis für die fleißigste Trollerei geht an Philipp mit J mit 27 geleisteten Stunden. Und zuletzt bekomme ich noch aus der Gulaschküche vermeldet, es wurde eine halbe Tonne Gulasch mit Fleisch und eine Vierteltonne Gulasch ohne Fleisch gekocht und konsumiert. Und zum nächsten Thema kommen wir jetzt. Hallo, ich wünsche mir Frogge von der Gruppe Atari. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, es folgt die beste Radiosendung der Welt. Nein, doch. Sie hören Antenne Gulasch 104,8. Ja, das war das Intro, was gestern Nacht lief. Wir haben insgesamt 9 Stunden live und gesendet und 1 Stunde vorproduziert und hatten sehr viele interessante, spontane Gäste, die uns im Blauen Salon besucht haben. Ich habe das Gefühl, dass unsere Radiosendung ganz gut ankam soweit und vielleicht schaffen wir es, die nächstes Jahr auch noch ein bisschen besser zu machen und ein bisschen organisierter und weniger spontan. Nochmal vielen Dank an das POC für diesen großartigen Telefonadapter von Alcatel, proprietärem Alcatel Hörerstecker auf 2x Monoklinke, der uns sehr viele Trollereien ermöglicht hat. Unter anderem hatten wir gestern auch ein Ferngespräch aus München direkt ins Radiostudio, was dann spontan mit diversen beteiligten Organisationen VOG, POC, NOC und so weiter organisiert wurde. Tja, ansonsten kann ich nicht viel weiter zu sagen, außer dass ich dem Querfunk nochmal danken möchte, dass das Freie Radio in Karlsruhe, die uns am Freitag und Samstag nach jeweils 6 Stunden ihrer kostbaren UKW-Frequenz-Sendezeit zur Verfügung gestellt haben. Vielleicht jetzt mal kurz die Klinke ausschalten. Ja? Hallo, auch von der Bahn noch ein paar Statistiken. Wir haben insgesamt 350 Liter Bier verkauft, 400 Liter Flora. Wir konnten, die war leider am Samstag schon aus, wir haben den Getränkehändler gesprengt, der hatte selber keine Flora mehr. Wir haben 747 Liter stilles Wasser verkauft und 400 Liter mit Kohlensäure. Das ging damit am meisten weg, was sicherlich auch am Wetter liegt. Chunk ging auch sehr gut, 75 Liter Rum, 40 Kilo Eis verbraucht. Ich glaube, wir haben auch damit ganz Karlsruhe gesprengt. Wir waren an 4 Tankstellen, die kein Eis mehr hatten. Auch der AKK hatte kein Eis mehr, deswegen gab es am Ende Chunk leider nur noch ohne Eis. Auch von der Bar nochmal danke an die Trolle, die geholfen haben, die spontanen Schichten übernommen haben, auch wenn es nicht im Trollsystem stand. Also nochmal danke.
So, ich glaube, damit haben wir alle Bereiche durch. Oder gibt es noch einen Bereich, der jetzt noch irgendwas sagen möchte? Ja, da das VOG hier nicht oben stand, möchte ich mich aber noch trotzdem noch für das VOG bedanken, für das ganze Videostreaming. Ganz, ganz viele Vorträge könnt ihr jetzt auch online angucken. Unter media.ccc.de könnt ihr auch dann runterladen für zu Hause, alles Mögliche, falls ihr irgendwas verpasst hättet. So, abschließend habe ich auch noch ein paar lustige Zahlen. Insgesamt sind beide Aufzüge kaputt gegangen. unter anderem, also einmal ist jemand von uns stecken geblieben. Das war doof, aber es ist nichts passiert. Und ein anderes Mal ist der Hausmeister stecken geblieben und wir wollten den also es kam zu mir jemand, ja, der jemand steckt im Aufzug fest und als ich den Hausmeister angerufen habe, hat sich halt rausgestellt, dass er ist dann selber da. Genau, also so viel dazu und nochmal zu der Gulaschzahl, also eine halbe Tonne Gulasch, das sind über 1000 Portionen, also wir haben da richtig die ganzen Leute durchgefüttert und ihr müsst ja alle im Sommer jetzt ein bisschen Sport machen, damit der Gulaschspeck wieder runterkommt. Genau, aber sonst, wir haben auch massiv viel Strom verbraucht, das liegt auch nicht in der GPN, aber unter anderem hier, weil hier schön kühl war. Also das ganze Gebäude, ihr habt es vielleicht vom Infobeamer gesehen, verbraucht tagsüber so zwischen 600, 700 und 900 Kilowatt Strom. Das liegt unter anderem daran, dass hier alles kalt gemacht wird. Die HFG selber braucht nur irgendwas zwischen 50 und 80 Kilowatt. Also harmlos, use more power nächstes Jahr. Aber bitte draußen, dass drin nicht so warm wird. Also wenn ihr euer Bitcoin-Farming-Zeug mitbringt, dann stellt es draußen auf die Wiese. Genau, so viel dazu. Jetzt gibt's noch ein paar andere Zahlen, aber da könnt ihr noch was dran schrauben. Nämlich, wir haben noch ganz viel Merch übrig. Wir haben noch T-Shirts, Pullis, Handtücher, Tassen und Gulaschschüsseln übrig, weil ihr fahrt ja bestimmt auch noch ins Camp und da braucht ihr natürlich auch noch ein Handtuch, das geht ja nicht. Und deswegen könnt ihr am Infotresen noch schöne Merchandise-Artikel mit Wolke, auch von den letzten GPN teilweise gibt es noch ein paar T-Shirts und Tassen und Schüsseln, die übrig sind, falls ihr eure Sammlung, manche Leute sammeln Pfeifen, andere Leute sammeln Gulaschschüsseln. Also ihr könnt da noch, da besteht noch Ausbaupotenzial. Ihr könnt natürlich auch noch spenden. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns noch ein bisschen helft, dass das hier alles finanziert werden kann. Genau, und bedanke mich dann für euren Besuch bei der GPN. Allerdings dürft ihr jetzt noch nicht alle wegrennen, weil es gibt noch so eine Tradition, denn alle die noch hier sitzen, dürfen noch beim Abbau helfen. Wir sind nämlich, wenn ihr nämlich alle wegrennt, dann sind wir ganz alleine und ganz müde und können nicht abbauen. Deswegen gehen wir gleich alle dann nach dem Vortrag hier ins Hackcenter und tun vorsichtig, aber entschlossen und zügig alles abbauen. Und dann können auch alle glücklich nach Hause fahren. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Ich bin nämlich auch ziemlich müde. Ach, wir haben noch Süßigkeiten, genau. Wenn ihr irgendwie noch den Zuckerschock für auf der A5 braucht, dann könnt ihr noch irgendwie... Ja, also ich meine, das heißt ja, man muss alle zwei Stunden Pause machen, aber man sollte nicht am Steuer einschlafen. Das ist irgendwie, deswegen könnt ihr noch Müsli-Riegel kaufen. Genau, also so viel dazu. Vielen, vielen Dank für den Besuch auf der GPN. Und nächstes Jahr sind wir auch wieder für euch am Start. Hoffentlich auch hier, ich denke mal schon. Am 28. Mai 2016 ist wieder von Leichnam. Vielleicht kann das jemand prüfen. Ich hab's, also ja, also Ostern ist, glaube ich, ziemlich früh. Dementsprechend ist die GPN auch Ende Mai. Und das könnt ihr euch schon mal fett in den Terminkalender einschreiben. Und wir hoffen natürlich wieder auf so schönes Wetter, dass man auch schön nachts noch draußen auf der Wiese sitzen kann. Ja, so viel dazu. Irgendein Vortragender hat hier noch sein Handy vergessen. Das darf gerne noch abgeholt werden. Ah ja, da. Gut, dann vielen Dank und jetzt Abbau.